Hey Jagdfreunde, am 16.8. kommt schon Way of the Hunter raus. Vor kurzem wurden die Tiere der ersten Karte vorgestellt. Jetzt ist klar, was es insgesamt alles für Tiere geben wird. Wir schauen uns das und viele andere Informationen zu dem Spiel mal in dem Video an, damit wir ein besseres Bild davon bekommen, was da im August auf uns zukommt. Way of the Hunter wird mit zwei Jagdgebieten kommen. Die spielen in Nordamerika und in Europa. Die Tiere von Nordamerika wurden vor kurzem in einem eigenen kleinen Trailer vorgestellt. Ich lasse den hier im Hintergrund einfach mal mitlaufen. Die Tiere sind insgesamt meiner Meinung nach gut umgesetzt, vor allem die Models der Hirsche sehen für mich sehr stark aus. Was man sagen muss ist, da kommen jetzt nicht wahnsinnig viele neue Tiere mit, die wir nicht schon von Call of the Wild kennen. Das ist bei mittlerweile 12 Jagdgebieten aber auch echt schwer. In Nordamerika wird es den Maultierhirsch geben, der sich tatsächlich von der Animation anders bewegt, als wir das kennen. Auch der Fasan ist mit dabei und da bin ich sehr gespannt, wie schwer es wird, den hier zu jagen. Neu ist der amerikanische Dachs. Ich habe schon in vielen Kommentaren gelesen, dass ihr euch den auch für Call of the Wild wünscht. Und das dürfte jetzt einige freuen. Natürlich wird es auch den Weißwedelhirsch geben. Ich glaube, das ist so der beliebteste in Nordamerika. Und die Animation sieht hier wirklich vielversprechend aus. Alleine wie er seinen Mund und die Ohren bewegt, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und auch das Geweih sieht hier schon ganz ordentlich aus. Neben dem Weißwedelhirsch wird es auch den Schwarzbären in Nordamerika geben. Der ist ja in Call of the Wild in der Beliebtheit gerade deutlich gestiegen. Und auch die Wapitis dürfen natürlich nicht fehlen. Was mir hier noch so ein bisschen fehlt, ist die Einschätzung, ob es da auch so richtig große Geweihe oder Hörner geben wird. Der Rotfuchs ist auch mit am Start. Für mich eins der schwersten Tiere zu jagen in Call of the Wild. Mal schauen, wie leicht oder schwer es hier fällt. Gespannt bin ich außerdem auf das Verhalten von Raubtieren, wie dem Grauwolf. Wird er andere Tiere jagen? Wird er einen angreifen? Wir werden es sehen. Als Dickhornschaft-Fan freue ich mich, dass die auch mit dabei sind. Genau wie die Bergziege. Das ist das einzige Model, mit dem ich mich noch nicht so 100% anfreunden kann. Umso schöner ist dafür die Zwergschneegans. Neben der werden auch Veilchenenten und Stockenten sowohl am Himmel als auch im Wasser auf uns warten. Das mächtigste Tier dürfte hier der Elch sein. Und auch der sieht gut aus, von den Schaufeln aber deutlich anders, als wir das von Call of the Wild kennen. Wer weiß, was es da noch geben wird. Wir dürfen uns also auf 14 verschiedene Tierarten nur in Nordamerika freuen. Wie am Anfang erwähnt, gibt es mittlerweile aber eine finale Tierliste, was auch die Tiere in Europa angeht. Und auch hier sind wieder einige Bekannte dabei. Geben wird es hier den Feldhasen, die Graugans, den europäischen Dachs, Gämse, Mufflons, Wildschweine, Rehe, Dammhirsch und Rothirsch und den Braunbären. Ich bin mir außerdem ziemlich sicher, dass einige der Tiere, die wir gerade bei Nordamerika gesehen haben, auch in Europa platziert werden. Neben den Tieren, die es im Spiel geben wird, wurden auch Antworten auf die wichtigsten oder häufigsten Fragen gegeben. So wird es ein dynamisches Tag-Nacht- und Wetterverhalten geben. Ich bin gespannt, wie weit dieses unterschiedliche Wetterverhalten geht. Außerdem wurde bestätigt, dass es Trophy Lodges gibt. Und die soll man nahtlos betreten können. Das hört sich für mich so an, als ob es für beide Karten je eine Lodge gibt, die tatsächlich auf der Karte ist. Und die man so während dem Spielen einfach betreten kann. Das fände ich richtig, richtig cool. Wer realistischer jagen möchte, kann außerdem das HUD minimieren oder komplett ausschalten. Genau wie in Call of the Wild werden Tiere einen auch riechen können. Und der Wind spielt auch hier eine wichtige Rolle. Es wird außerdem einen Fotomodus geben für die Trophäen oder Eindrücke. Genau wie bei Call of the Wild wird es leider auch hier kein Crossplay zwischen unterschiedlichen Plattformen geben. Ebenfalls ist aktuell nicht geplant, ein Kleidungssystem zu implementieren, das den Spieler weniger sichtbar machen würde. Was spannend ist, Kugeln können theoretisch auch durch ein Tier durchgehen und das, was dahinter ist, treffen. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil man sich dann noch mehr überlegen muss, wann man wie einen Schuss setzt. Beim Schießen wird es ja auch diese Rückspulkamera geben, die einem nochmal genau zeigt, wie man geschossen und getroffen hat. Auf die bin ich immer noch ziemlich gespannt. In einem guten Monat ist es schon soweit. Für mich sieht es sehr solide aus. Ich bin gespannt, wie dann wirklich das Gameplay sein wird. Und auf eure Meinung. Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.